Liebe Mitmenschen, heute kommt nun ein Video in Bezug auf unsere Lebensmittel und die Besonderheit. Bereits 1993 habe ich einen Vortrag von Ehrenfried Pfeiffer in die Finger bekommen, wo es sehr stark um die Ernährung geht und hierbei um den Lichtäther in den Lebensmitteln. Und da ist etwas sehr Interessantes. Gerade wenn es darum geht, dass wir neue Gedanken bekommen und die Kreativität und dass wir gewisse Dinge aus der Anthroposophie heraus auf den Boden bringen, ist eben wichtig, diesen Lichtäther in die Lebensmittel hineinzubringen. Und da zitiere ich jetzt einen Teil. Ja, das ist es ja, was wir heute in unserer Ernährung auch tun. Und so werden Sie verstehen, dass das, was Rudolf Steiner sagte, dass es uns Menschen hier in der Anthroposophie nicht gelingt oder so schwer gelingt, die geistigen Impulse in die Tat umzusetzen, dass das ein Ernährungsproblem sei. Er wies mich darauf hin, wie ich es in dem Buche Wir erlebten Rudolf Steiner ausgeführt habe, dass erst einmal das Ernährungsproblem gelöst werden müsste, ehe es überhaupt im Menschen möglich wird, geistig auf die ätherischen Impulse einzuwirken, sie in die Wirklichkeit der Tat umzusetzen. Und dann sollte es möglich werden, dass die Menschen auf die Anthroposophie zugehen und eben diese Menschen dann um Rat fragen, wie soll ich dieses oder jenes in der Welt tun. Und deshalb habe ich mich besonders bemüht, um diesen Lichtäther in die Lebensmittel hineinzubringen, also seit dem Jahr 1993. Und wir haben jetzt Lebensmittel, wo dieser Lichtäther ganz stark wirkt. Und dabei ist es egal, ob ich Fleisch esse oder Pflanzen esse. Weil wenn der Lichtäther fehlt, dann fehlt er auch in den Pflanzen. Dann kann auch ein Vegetarier keine helle Leuchte werden. Und so habe ich es auch erlebt, dass mal ein Vegetarier bei uns in eine Wurst hineingebissen hat von unseren Tieren und dann gesagt hat, boah, da wird es ja ganz hell. Also er war kein Fanatiker, sondern es war ein Mensch, der einfach sich aus Überzeugung dem Vegetarismus zugewandt hat, weil eben in dem Fleisch normalerweise überhaupt kein Lichtäther mehr zu finden ist. So, und wir haben jetzt noch 5 Tonnen Kartoffeln bei uns im Lager, beste Qualität, wo dieser Lichtäther auch zu erleben ist. Ich habe mal gehört, man soll abends keine Kartoffeln mehr essen, weil die sonst schwer im Magen liegen. Und diesen Test haben wir schon öfters durchgeführt, dass eben Menschen ganz gezielt am Abend Kartoffeln gegessen haben und überhaupt kein Problem hatten, in der Nacht zu schlafen. Also, da ist auch dieser Lichtäther drin. Und wir möchten jetzt diese Kartoffeln zu euch bringen, an verschiedene Orte, an verschiedene Städte. Und ich habe da einige Städte ausgesucht und die beschreibe ich unten dann im Text, in welche Städte wir kommen. Und da habe ich so gedacht, dass wenn wir Kartoffeln bringen, dann bringen wir die in den 12,5 Kilo Säcke. Und wenn ihr dann ein paar Menschen um euch herum habt, dann könnt ihr diese 12,5 Kilo aufteilen auf 4, 5 Menschen. Oder ihr braucht sie selber für euch. Und da ist eben wichtig, dass auch ein gewisser Warenwert dann zusammenkommt. Ihr könnt die Dinge dann bestellen unter lebensmittel@mörlehof.de. Das wird alles unten im Text dann beschrieben. Ja? Und eben diese Kartoffeln, die liegen jetzt bei uns noch im Kühllager. Und das sind festkochende Kartoffeln, die Sorte Antonia. Und das ist wirklich also
kann die nur empfehlen. Darüber hinaus, immer wieder betone ich unseren Dinkel. Das ist das Oberkulmer Rotkorn, eine uralte Dinkelsorte, die wir schon seit Anbeginn der biodynamischen Wirtschaftsweide seit über 30 Jahren verwenden und nichts anderes. Und aus dem machen wir Dinkelmehl. Wir malen das mit der Zentrofanmühle. Ich mache da nochmal, oder wir machen ein separates Video noch über die Qualität unserer Lebensmittel. Auch davon können wir dann diese Lebensmittel zu euch bringen, dieses Mehl, dieses Dinkelmehl oder auch das ganze Korn, sackweise 25 Kilo und eben das Dinkelmehl 2 Kilogrammweise. Aber da könnt ihr ja dann auch mehrere Packungen dann bestellen, wo wir dann zu euch kommen. Es wäre echt klasse, denn von diesem Dinkel braucht man auch wesentlich weniger Essen, wenn da ein Lichtäther drin ist, dann und auch der Wärmeäther, weil diese Lebensmittel einfach besser sättigen. Ihr seid schneller satt und euer Körper wird frei. Und gerade diejenigen Menschen, die sich jetzt mit Transformationsarbeit beschäftigen und auch mit der Gestaltung der neuen Erde, die brauchen solche Lebensmittel, denn das macht einfach den Geist frei und auch die Seele. Und ja, und dann haben wir noch unseren Apfelsaft, Birne-Apfelsaft in 5 Liter, Bag-in-Box, und das bringen wir auch mit. Also, es geht jetzt darum, dass möglichst viele Lebensmittel an einem bestimmten Ort abgerufen werden, dass man sagt, zum Beispiel 500 Kilo von diesen Erzeugnissen vom Mörlehof, die können wir an einem Ort abladen, und so fahren wir dann durch Deutschland. Zunächst mal den süddeutschen Raum, aber wir sind auch in der Lage, nach Norddeutschland zu kommen, Mitteldeutschland, Norddeutschland, Ostdeutschland. Das macht uns überhaupt nichts, denn es geht auch darum, diese Humisalqualität, die in diesen Lebensmitteln drin ist, zu verbreiten. Und Humisal bedeutet eben auch, dass ich als Bauer und auch meine Frau an meiner Seite, wir uns mit karmischen Dingen beschäftigen und da Verschiedenes in Ordnung bringen. Und das hat auch direkt Auswirkungen auf die Lebensmittel. Ja? Also von dem her, ich freue mich auf eure Bestellungen und bitte, ich schaue, dass man das dann in den Städten komprimiert bekommt. Und es wäre gut, wenn ihr größere Mengen abrufen könnt. Also nicht nur so kilogrammweise, weil da rentiert sich's ja heute. Und das Interessante ist, wenn wir zu euch kommen, dann können wir auch beim Anliefern unserer Lebensmittel mit euch ins Gespräch kommen und auch manches Seelische besprechen für ein paar Minuten. Und so gibt es eine Beziehung und ein Miteinander, was man sonst nicht bekommt. Und es können manche Fragen beantwortet werden. Ja, und ich freue mich auf eure Bestellungen, euer Hubert Mörli. Und es kommt jetzt noch ein anschließendes Video, die nächsten Tage, wo wir ganz gezielt vor unseren Lebensmitteln sitzen. Und heute geht es jetzt darum, euch vorzubereiten, dass ihr jetzt schon überlegen könnt und bestellen könnt. Bringen tun wir die Lebensmittel in circa 2 Wochen, wenn genügend gesammelt worden sind, wenn die entsprechenden Anfragen kommen. Und wir freuen uns, euch diese Lebensmittel übergeben zu können. Und dann könnt ihr das direkt bei euch testen, ob das alles stimmt, was ich sage, mit dieser Qualität. Also bei mir hilft es auf jeden Fall, gerade ich selber brauche auch für diese Transformationsarbeit entsprechende Lebensmittel, damit ich überhaupt diese geistige Sicht bekomme und auch die Kraft, um dies leisten zu können, sonst wäre das alles unmöglich. Und gerade wenn ich es auch sage, Weltfrieden ist bis an Michaeli möglich, da gehören die Lebensmittel
unbedingt dazu. Und die entsprechende Mutter Erde, die entsprechend bearbeitet wird. Also, ich freue mich auf zahlreiche Bestellungen von euch. Euer Bauer Hubert Mürle.